Hi Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Follow the Sun. Ja, wir sind heute in Maskat tatsächlich in diesem wunderschönen Dörfchen unterwegs. Das ist die Marie. Hi. Ich bin heute als Begleitung hier dabei, als Kamerafrau, kann man sagen. Marie, erzähl doch mal, was wird uns heute hier erwarten? Was machen wir? Ja, wir sind heute in Maskat, laufen gleich die Maskat-Schlucht. Das ist eine sehr bekannte Wanderung hier. Und wir sind ungefähr so 5 Stunden unterwegs. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich liebe diese Tour, aber sie hat es auch so ein bisschen in sich. Also ihr dürft gespannt sein. Ja, man muss dazu sagen, ich mache diese Tour zum ersten Mal. Marie, genau. Wie oft hast du diese Tour schon gemacht? Ich zähle nicht. Ja, also bleibt gespannt. Es wird auf jeden Fall sehr abenteuerlich, glaube ich. Alleine schon die Fahrt nach Maskat durch die Serpentinstraßen lohnt sich. Es lohnt sich aber auch einfach mal als kleinen Ausflug nach Maskat zu fahren, auch wenn man nicht in die Schlucht wandert, denn es gibt oben einfach ein wunderschönes Flair, kanarische Lädchen, einheimische Restaurants und wirklich so dieses traditionell kanarische Leben noch. Marie, bevor es jetzt losgeht, ja. Was machen wir jetzt hier unten? Also das ist jetzt das Besucherzentrum. Hier ist jetzt die berühmte Schuhkontrolle. Also sie schauen sich wirklich im Normalfall an, wie die Schuhe sind, ob man eine gute Sohle hat, ob das alles sicher ist für die Schlucht und kontrollieren auch die Ausweise, weil man ja eine personenbezogene Genehmigung braucht. Die gucken sich das jetzt alles an, dann bekommen wir unsere Helme und dann geht's direkt los. Super. Wir sind jetzt gleich ready für die Schlucht. Marie verliert hier ständig das Mikro. Oh oh. So Marie, wieso muss man denn diese wunderschönen Helme tragen? Das ist Vorschrift und hat vor allem damit zu tun, dass man sich eben nicht stößt an den Felsbrocken dann auf dem Weg. Okay, also gar nicht so, dass irgendwas runterfällt auf den Kopf, sondern eher das Stoßen. Nee, tatsächlich sind die Felsen, die runterfallen, ein bisschen zu groß. Also da hält auch ein Helm nicht mehr viel. Aber da fällt im Normalfall nichts runter. Wenn da Steinschlaggefahr ist, machen die Schlucht zu. Also, und du hast noch irgendwas wegen der Versicherung erwähnt. Also wenn man jetzt den Helm ausziehen würde, was der Helm, der soll auf dem Kopf bleiben, weil sobald man den absetzt, verfällt diese Versicherung. Das heißt also, wenn man einen Rettungshubschrauber braucht, dann bezahlt man den selber, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und das wird also ziemlich teuer. Wichtig. Das wird teuer, das will keiner. Wir lassen den Helm auf dem Kopf. Alles klar. Okay. Bevor es dann losgeht, gibt es noch eine allerletzte Möglichkeit, auf Toilette zu gehen oben oder in einem der kleinen Lokale was zu trinken oder zu essen. Ich muss sagen, ich war sehr aufgeregt und hatte da schon wackelige Knie, deswegen habe ich auf Essen und Trinken erstmal verzichtet. Marie gibt uns dann noch die letzten Anweisungen und dann geht's los. Es kann nicht los. Sein, wenn man unten ankommt, ganz unten am Strand und am Ende der Kräfte ist, das ist nicht gut, weil man muss wieder ganz hoch. Und selbst dann, wenn wir schon fast wieder hier sind, dann kommt erst noch der steilste Teil eigentlich. Ne? Aber wie gesagt, wir sind alle fit, das wird gut. Und nochmal ganz kurz zu uns. Bei uns ist es immer so, dass wir ein kleines Päuschen machen in der Mitte der Wanderung, heute eben unten am Strand oder kurz vorm Strand. Und ich mache auch 2, 3 Fotos während der Wanderung und am Ende ein Gruppenfoto, das schicke ich euch zu. Die gehen aber sonst nirgends hin. Ne? Müsst ihr keine Angst haben. Okay, dann würde ich sagen, wenn alles verstaut ist, geht's direkt los. Und heute haben wir schönes Wetter. Kein Armbruch oder kein Beinbruch? Gar nichts am besten. Sagt den Leuten eigentlich immer, wenn sie ein Foto machen oder so, haltet an, bleibt stehen, macht euer Foto und dann lauft weiter. Dann ist das ja für mich heute hier eine Herausforderung mit Kamera und ja, Tatsache. Und Blick. Tatsache. Das hier ist so dieses Anfangsstück, was jetzt eben ein bisschen steiler war und was wir später wieder hoch müssen. Und die Sache ist, dass dann einfach diese Seite komplett in der Sonne ist. Es wird warm. Ne?
Genau, und das ist so, wo sie dann immer sagen, oh, teilt eure Kräfte ein. Und so. Also das ist das anstrengende Stück am Ende. Genau, das ist jetzt eigentlich, da haben wir jetzt relativ viele Höhenmeter gemacht und das ist das, wo es dann eben am Ende nochmal richtig hochgeht. Und jetzt sind wir eigentlich im Moment nicht auf dem Grund der Schlucht, ein paar Meter drüber. Und ihr seht, das ist trocken. Und zwar gibt es hier auf Teneriffa eigentlich kein Oberflächenwasser. Also wir haben keine Flüsse, wir haben keine Bäche und auch eigentlich keine Tümpel. Mhm. Ne? Und hier ist es aber tatsächlich so in Maskat, dass wir einen Großteil vom Jahr eben schon zumindest ein bisschen an Rinnsal drin haben. Natürlich vor allem nach dem Regen, das ist jetzt noch feucht von Sonntag, als es da so sehr geregnet hat. Und genau, diese ganze Schlucht ist eben durch Wasser geformt worden, so ein bisschen wie der Grand Canyon. Also wenn man dann später mal die Schlucht hoch und runter guckt, da sieht man richtig, auch hier unten, richtig so diese Fließbewegung von dem Wasser. Und früher hatten wir hier eigentlich einfach viel intensivere Gewitter und Regenfälle auch, die dann die ganze Insel eigentlich verformt haben. Tenno-Gebirge, Anaga-Gebirge, wo ihr schon wart, das sind sehr, sehr alte Teile der Insel. Und die sind wirklich durch Wasser dann überformt geworden, die vulkanischen Strukturen. Und was wir hier noch total gut sehen, dadurch, dass es so feucht ist, hatten wir in der Schlucht total viel Schilf. Ne? Und diese Schilfpflanzen, die versucht man jetzt gerade rauszukriegen. Hi. Und deshalb werdet ihr immer wieder hier diese ein bisschen hässliche Folien sehen. Und ich war am Anfang wirklich geschockt und habe gesagt, wieso liegen hier überall Folien rum? Und da haben die wirklich, ihr werdet es bis unten hin sehen, immer wieder dieses Schilf weggehäckselt. Ganz unten sind noch große Teile, wo noch meterhohes Schilf steht. Und dann machen sie diese Planen drüber, um eben irgendwie die Rhizome abzutöten. Sonst würde es einfach wieder kommen. Aber es funktioniert nur so halb gut. Ja, und früher war es wirklich so, dass du hier durchgelaufen bist. Das war ein bisschen wie ein Jurassic Park, wirklich wie so ein Urwald. Da war dann so 3-4 Meter Schilf über dir und du bist durch das Schilf durch. Das ist unten, wie gesagt, in einem Teil immer noch so. Aber das Problem ist, dass zum Beispiel diese Bäume, die hier drin stehen, das ist eine kanarische Weide oder hier diese kanarischen einheimischen Palmen. Die werden einfach von diesem Schilf überdeckt und ersticken dann. Ne? Die kriegen dann kein Licht und gehen kaputt. Und man hat währenddem diese Schlucht hier geschlossen war, wirklich versucht, so ein bisschen die ursprüngliche Natur wiederherzustellen und die ganzen invasiven Pflanzenarten rauszunehmen. Also man hat hier wirklich viel für die Natur auch getan und für den Naturschutz. Deshalb finde ich es eigentlich ein ganz schönes Projekt, was sie gemacht haben und was sie machen. Vor der Schließung der Schlucht war es so, dass man hier runtergelaufen ist und unten sich ein Bootticket holen konnte oder sich das schon organisiert hat. Und dann ist man praktisch aufs Boot gestiegen unten am Strand und mit dem Boot an den Gigantes, also an diesen riesigen Steilklippen unten entlang gefahren ist und dann eben in Los Gigantes in dem Ort ausgestiegen ist. Und jetzt ist es aber so, dass seitdem die Schlucht von Traxa übernommen wurde, der Strand gesperrt ist. Der Bootsanleger ist schon wieder neu gebaut, aber er ist noch nicht eröffnet. Also das heißt, dass wir jetzt runtergehen und dann wieder hochlaufen dürfen. Ich freue mich richtig. Also es ist sehr, sehr schön, du kannst dich drauf freuen. Das sind nochmal ganz, ganz andere Eindrücke, wenn man das aus der anderen Richtung sieht. Ja. Die Schlucht war ja eine Zeit lang auch zu, Marie. Ne? Ja. Woran lag das oder was haben die hier gemacht? Man hat erstens ganz, ganz viel hier gesichert. Also wenn du diese Steilwände siehst, man ist da komplett einmal durchgegangen und hat geguckt, wo ist es jetzt sicher zu gehen, wo ist Feldsturzgefahr, wo müssen sie was absichern, wo kann man Weg entlang machen und wo nicht, weil eben früher sehr, sehr viel passiert ist. Also man hatte hier in der Schlucht die meisten Rettungseinsätze mit Hubschrauber überhaupt auf den Kanaren. Hier ist immer irgendwas passiert. Außerdem hat man in der Zeit ganz viele invasive Pflanzenarten rausgemacht, also ganz viel Naturschutz betrieben und man hat den Weg so ein bisschen verbessert im Sinne von, man hat den ein bisschen eingeebnet. Also da, wo früher ein riesiger Fels war, hat man 2 Treppenstufen reingeschlagen, man hat eine Brücke gebaut und vorher musste man eben immer über diese Felsen drüber klettern. Jetzt ist es ein bisschen angenehmer zu gehen. Okay. Ne? Wie viele Jahre war die Schlucht zu? Das waren 3 Jahre fast. Boah. Ja. Genau, aber jetzt haben wir hier mehr Qualität und können das noch besser genießen. Du hörst die Vögelchen. Ja. Die Natur dankt's. Wir haben über 1000 Kilometer an Wassergalerien auf der ganzen Insel, inklusive der Tunnel, aber trotzdem.
ganz, ganz altes Wassersystem. Und da ist jetzt auch Wasser, nee, das ist jetzt aktuell kein Wasser. Da ist jetzt aktuell keins, das wird nicht mehr benutzt. Die Sache ist, dass man früher hier, oder beziehungsweise früher hast du immer gucken müssen, dass du so einen Grad hast, damit das Wasser gerade noch fließt, aber nicht so schnell wird. Heute kannst du auch runter in eine Schlucht legen, auf der anderen Seite wieder hochhängst und eine kleine Elektropumpe dran, das geht. Das ging früher nicht und deshalb hat man ganz viel mit Tunneln und so arbeiten müssen. Und manche sind wirklich, viele sind immer noch in Betrieb, aber manche hat man sich sparen können, einfach mit einer kleinen Pumpe hat man oben über den Berg drüber gemacht, hat sich viele Kilometer Leitung gespart. Das Coole oder bei der Wanderung ist es tatsächlich so, dass auch eigentlich mehr gewandert wird, weil es halt eine relativ lange Wanderung ist. Du läufst halt wirklich über 5 Stunden und dann kann man mal was erzählen und die Leute, also es ist ja auch immer interessant und so, aber es ist nicht so wie bei anderen Wanderungen, dass man jetzt wirklich irgendwie also oft anhalten kann, mal ausführlich was erzählen kann, weil da einfach nicht so die Zeit dazu ist. Du brauchst deine 5,5 Stunden wirklich zum Wandern, Pause machen. Und, aber wir sind gut jetzt in der Zeit, Marie. Aber so ist halt jede Wanderung unterschiedlich. Manche Wanderungen sind total leicht und da kommen die Leute zum Sozialisieren, um ein bisschen was zu hören und so. Und manche Wanderungen sind wirklich eher sportlich, so wie die Wanderung hier. Und man genießt die dann immer ganz unterschiedlich, je nachdem, was es für eine Wanderung ist. Wie kamst du denn dazu überhaupt, zu deinem Job? Zu meinem Job tatsächlich bin ich in meinem ersten Jahr hier in so eine Wandergruppe reingerutscht, wo damals ein pensionierter Wanderer war, der immer für seine Freundesgruppe richtig große Exkursionen organisiert hat, jeden Sonntag. Also das haben alle gearbeitet während der Woche und sonntags sind wir von früh um 7 bis abends um 7 unterwegs gewesen in den Bergen und haben die größten Wanderungen gemacht und so habe ich irgendwie das Wandern für mich entdeckt. Und dann habe ich verschiedene Sachen hier gemacht, immer schon im Bereich Tourismus, immer mehr im Aktivtourismus. Und irgendwann bin ich dann das erste Mal in eine Wanderfirma reingekommen und habe gesagt, genial, das, was ich liebe. Und ich arbeite mit Leuten, ich bin draußen, ich habe tolle Arbeitszeiten, ich bin am Ende des Tages müde, aber auf positive Weise und da will ich hin. Und dann habe ich Bergführerausbildung nach und nach gemacht und habe mich so dran gearbeitet. Und während Covid hatte ich dann sehr, sehr viel Zeit und habe eine Firma aufgebaut. Wow. Genau. Und Wahnsinn. Und diese Firma heißt? Aventura Wanderungen. Genau, richtig. Und das ist jetzt die 3. Saison, in der wir sind. Und das ist schön. Sehr, alles sehr cool. Gut. Das Problem hier ist eigentlich gar nicht die Schwierigkeit, sondern dass die Leute das komplett unterschätzen. Also ihr seid alle fit und so, aber hier zum Beispiel in den Büchern, immer in den Wanderbüchern, da ist es halt dann manchmal beschrieben gewesen wie so ein Spaziergang zum Strand. Die Leute wissen, unten ist ein Strand, ne? Und dann laufen die in den Flipflops hier rein. So.
Und das ist wirklich regelmäßig passiert. Und in Flipflops, da hast du irgendwie so einen spitzen Stein, trittst ein bisschen kurz hin und dann hast du die Ferse bis auf den Knochen aufgeschlitzt. Also ich bin ja auch so ein Flipflop-Typ, aber sowas hier, ja. Nee. Aber wenn du halt sagst, okay, Wanderung, 2 Stunden zum Strand, da laufen die Leute in allem Möglichen los. Und deshalb ist da so viel passiert. Und deshalb wird es jetzt eben kontrolliert und dann passiert wirklich sehr viel weniger. Ist das denn schon mal vorgekommen? Das ist jetzt wieder typisch meine Frage, dass jemand hier abgeholt werden musste, der keine Kraft mehr hatte? Oder ist bisher wirklich jeder irgendwie? Wir hatten, aber das war vor der Schließung, hatten wir tatsächlich auch schon einen Unfall, die Frau, von der ich vorhin erzählt habe. Aber das war nicht bei mir. Okay. Und natürlich kommt es immer wieder vor. Ich hatte schon jemanden, der hat echt unter der Hitze gelitten, der ist von unten schon fast nicht mehr losgekommen. Wir haben es aber geschafft mit kalten Tüchern, mit Aufpäppeln, mit Bananen, mit guten Zureden. Er ist oben wieder angekommen. Er wollte keinen Hubschrauber auch. Ja, das macht mir Hoffnung, auf jeden Fall. Nein, du, da war es 15, 20 Grad, nein, 20 nicht, wir haben jetzt vielleicht 15. Es war sehr viel wärmer als heute. Ja. Und dem ging es auch von Anfang an nicht so gut, der hat es noch nicht gesagt. Okay. Und es kommt immer wieder vor, dass du jetzt immer noch mal einen Hubschrauber siehst und dir jemanden rausholen musst. Oder wir hatten es auch schon, dass eine Gruppe von uns oben warten musste eine ganze Stunde, weil relativ am Anfang sich jemand den Fuß heftig umgedreht hat. Und dann haben die den erst raustragen wollen, bevor sie wieder Leute reinlassen. Und dann stand die Gruppe oben und hat gewartet und gewartet. Das kann, wo viele Leute sind, kann immer was passieren. Ja. Das heißt nicht, dass es ein schlechterer Weg ist oder schwieriger als sonst wo. Es sind einfach nur so viele Leute, dass gezwungenermaßen irgendwas passieren muss. Oder die Wahrscheinlichkeit steigt, dass was passiert, weißt du? Ja. So, mein Helm rutscht hier schon. Mein Helm rutscht schon. Also noch 15 Minuten, ne, Marie? Gleich sind wir da. Gleich sind wir. Ich höre das Meer schon. Am Strand, genau. Und das ist total krass. Es war ja wirklich sehr ruhig. Und jetzt, je näher man sich der Küste nähert, umso mehr hört man tatsächlich das Rauschen. Also wir sind gleich da. Ist das geil. Ah, wie schön. Ja. Boah, sehr beeindruckend, echt. Guck mal, der Atlantik. Da ist er. Da ist er. Und jetzt wird es hier schön windig und richtig angenehm. Frisch. Riese. Ich freue mich so auf mein Brötchen, du. Oh, auf ja. Meine 3 Brötchen. Ich auch auf meins. Mami hat heute Brötchen, das ist von hinterher. Bei
wenn nicht gleich ein Guanche anspringt, Leo? Am besten rennen. Ein Ureinwohner. Und dann haben wir es geschafft, das Gefühl, unten anzukommen und den Atlantik zu genießen und diese Windbrise, einfach unbeschreiblich. Hier machen wir unser Päuschen, damit wir wieder zu Kräfte kommen, um dann den etwas anstrengenden Teil der Wanderung wieder nach oben zu schaffen. Man kann hochgehen. Ja, moi, moi. Man kann hochgehen, da ist aber Sonne, dann könnt ihr euch auf jeden Fall den Strand mal angucken. Das ist, wie ich gesagt habe, man darf halt nicht runter, weil da echt immer mal wieder was runterkommt. Ihr könnt oben, wie die das machen, euch in die Sonne setzen. Ich rate, irgendwo hier im Schatten zu sein, aber kann jeder machen, wie er möchte. Können wir hier den Helm abziehen? Ja, jetzt werden wir Pause machen, auf jeden Fall. Und jetzt ist 10 vor 1, wir sind echt gut in der Zeit. Ich würde sagen, dass wir so bis 20 nach auf jeden Fall gut Pause machen können. Ja? Ich gehe kurz hin und melde uns ab. Und dann komme ich auch wieder hier runter in Schatten sonst. Aber guckt auf jeden Fall mal hier den Strand euch an. Und gegenüber übrigens, welche Insel ist das? Wer weiß es? La Gomera. Ey, super. Weißt du auch, wie weit die weg ist ungefähr? Pi mal Daumen. Irgendwas 60 Kilometer? Hälfte. Die Hälfte? Oh. Ziemlich genau 30. Okay. Und genau hier, Katta, wenn ihr morgen aufs Boot geht, das ist tatsächlich so, dass das Meer unglaublich tief hier wird. Also so 1500 Meter an den Seiten, sogar 2 und 2500 Meter. Okay. Und weil das so tief ist, wurden da unten die Giant Squids, also die Riesentinten, Squid? Riesenkraken. Ja. Und deshalb leben hier fest Grindwalfamilien. Und auch Tümmler-Populationen. Und deshalb, immer wenn du rausgehst, siehst du eigentlich mindestens Tümmler und Grindwale und manchmal eben auch durchziehende Wale oder Meeresschildkröten oder so. Und deshalb hat man hier, weil das so tief ist und aber eine Meerenge, deshalb hast du hier so unglaublich viel marines Leben auch. Mhm. Ja, Marie, was begeistert dich denn hier so an der Insel? Außer jetzt, klar, dein toller, abwechslungsreicher Job, so die Wanderung. Also, was mich begeistert, sind vor allem die Natur und die Leute tatsächlich. Also zur Natur ganz klar gehören hier die Berge, die Schluchten, ganz viel das Wasser, die Küste. Aber genauso das Wetter einfach, was wir hier haben, die Stürme, der Sonnenschein im Dezember, einfach die Wellen, die wir haben, einfach dieses Wetter, was man das ganze Jahr hier genießen kann und hautnah mitbekommt, weil es alles sehr intensiv ist, sowohl die Hitze als auch die Kälte als auch der Wind. Und aber andererseits auch die Menschen hier, die einfach schon in der Sprache so einen Bezug zu der aufbauen. Selbst wenn du an der Supermarktkasse bist und sie sagen, hi, Minenia, hi, mein Kindchen und meine Liebe, wie kann ich dir helfen? Und also einfach schon diese Kursenamen, die du, wenn du auf die Bank gehst oder im Supermarkt gehst oder so, die du mitbekommst und wie die Leute mit dir umgehen und offen sind und immer Zeit haben, sich mit dir zu unterhalten. Ja. Immer. Ja. Einfach diese Mentalität auch. Das hat man hier auch gemerkt, jetzt auch während der Wanderung, ne? Dass immer wieder mit denen ins Gespräch kommen und das mögen die auch. Genau, das ist ganz viel wert, finde ich. Also, dass du selbst in deinem Alltag nicht in so einen Trott reinkommst, sondern dass die Leute immer dich angucken und wirklich fragen, wie geht's dir und irgendwas mit dir reden und das reißt dich so aus deiner Routine raus und aus deinem, okay, ich muss jetzt das und das machen, was wir in Deutschland so oft haben, sondern dass du einfach wach bist und auch den anderen siehst. So, das hab ich hier wirklich das Gefühl, dass die Leute hier leben miteinander. Ja. Was hat deine Familie damals, also seit wann bist du hier auf der Insel? Du bist ja schon länger hier. Ich bin 2012 hergekommen, ja. Was haben die so gesagt, deine Familie, Freunde, dass du gesagt hast, so,
ich gehe jetzt nach Teneriffa. Tatsächlich war der Plan gar nicht so, dass ich hierher komme und hier festbleibe. Ich bin für ein Projekt hergekommen, das sollte 9 Monate dauern. Ich habe mich mega gefreut, das war damals nach der Schule und fand es volles Abenteuer. Und mein Papa zum Beispiel, das weiß ich noch, das war eine krasse Reaktion, er hat sich überhaupt nicht mit mir gefreut. Und dann habe ich so gesagt, ja, freu dich doch mal mit mir und so. Und dann meinte er, ja, wie soll ich mich jetzt da freuen, wenn meine Tochter jetzt so weit weggeht? Ne? Ja. Und dann sage ich, nein, aber es ist ja nur für kurze Zeit. Und ich glaube, er wusste aber schon, dass mir das wahrscheinlich ziemlich gut gefallen wird. Und deshalb war es am Anfang ein bisschen schwer, aber mittlerweile finden die es super. Die kennen meinen Lifestyle hier, die wissen, dass ich total glücklich bin. Die kommen mich regelmäßig besuchen alle. Ich habe eigentlich viel mehr Zeit mit denen auch in Deutschland, als ich mit einem normalen Job dort hätte, weil ich manchmal den ganzen Sommer dort verbringen kann. Und das ist halt dann nicht Quantität, sondern Qualität. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bist du denn, oder verreist du auch oft? Also du bist ja jung, bist unabhängig, hast keine Kinder, hast quasi nichts, sage ich mal, was dich bindet. Wie machst du das? Tatsächlich ja. Ich bin also vor allem in den ersten Jahren hier, auch während dem Studium, habe ich ganz Europa eigentlich bereist und bereisen können und so. Und dann nach dem Studium mit den Jobs habe ich es trotzdem auch immer wieder geschafft. Und jetzt mit dem Job ist es tatsächlich so, dass ich vor allem im Sommer sehr, sehr viel Zeit habe. Also wir haben hier, saisonmäßig praktisch Arbeit. Ja. Das heißt, wir arbeiten ziemlich stark zwischen September und Mai. Mhm. Da ist die Hauptsaison und alles, was dazwischen liegt, ist eigentlich hier Nebensaison. Und wir haben es jetzt eigentlich so gehalten, dass wir in der Nebensaison ganz, ganz wenig anbieten oder zum Teil sogar zumachen. Und ich habe eigentlich seit vielen Jahren jetzt immer die Sommer über viel, viel Zeit. Also manchmal wirklich mehr als 4 Monate, in denen ich reisen kann, Wahnsinn. In denen ich woanders arbeiten kann, in denen ich die Familie in Deutschland ausgiebig besuchen kann und dann auch dort wirklich Zeit haben kann mit Familie und Freunden. Und das ist eigentlich das, woraus mir so ankommt, einen Job zu haben, der mir Spaß macht, der mich fordert und der mir gleichzeitig alle Zeit und Freiheit gibt, die ich brauche und will. Und jetzt habe ich zum Beispiel den vergangenen Sommer komplett 3 Monate in Portugal verbracht und habe bei einer anderen Firma reingucken können und habe Canyoning und Couchsharing gemacht und was Neues dazu gelernt, eine unglaubliche Zeit gehabt. Und jetzt bin ich wieder hier mit voller Energie und habe wieder Lust, zurück meinen eigenen Job zu machen. Ja, das merkt man, voller Energie. Du warst nämlich gestern noch auf dem Telegipfel. Ja, genau. Und heute, ach, dann gehen wir einfach mal durch die Maskerschlucht wandern. Genau, richtig. Das ist mein Büro. Ja, richtig schön. Ja. Marie, gibt es etwas, was dir hier fehlt oder das du vermisst? Ja, total. Also natürlich würde ich gerne noch mehr Zeit mit Familie und Freunden aus Deutschland haben. Aber die kommen ja Gott sei Dank sehr oft hierher. Und was mir auf jeden Fall fehlt, ist das Essen von Mama und Oma. Das bekomme ich aber dann immer, wenn ich zurück bin. Da wird schon wochenlang vorher gefragt, hier, was möchtest du essen? Welchen Kuchen sollen wir dir backen? Ja. Zum Glück gibt es hier aber auch immer mal ein deutsches Café mit sehr, sehr guten Kuchen. Und was mir sehr fehlt, sind noch die Jahreszeiten. Also gerade so irgendwie Herbst und Frühling vermisse ich. Mhm. Also es ist toll, dass hier immer schönes Wetter ist, aber ich freue mich dann auch über jeden Regentag. Ne, wenn man dann genau weiß, es wird grün, es fängt an zu blühen. Ja, ne? Und weil ich dann mal zu Hause auf dem Sofa sitzen kann, mir einen Tee machen kann und was lesen kann, das mache ich halt nicht, wenn es irgendwie 25, 26 Grad hat. Das vermisse ich tatsächlich ein bisschen. Und gerade auch an Weihnachten brauche ich eigentlich so diese Kälte, um ins Weihnachtsfeeling reinzukommen. Es ist einfach nicht das Gleiche. Und deshalb versuche ich auch an Weihnachten jedes Jahr nach Hause zu gehen, weil ich hier nicht in diese Stimmung reinkomme. Ja. Das fehlt mir so. Und wahrscheinlich ist dann das Gefühl, wenn man die Family gesehen hat und so dieses Weihnachtliche wieder, die Vorfreude, sage ich mal, auf hier auf die Wärme wieder da. Ne? Total. Wenn ich hier bin, dann vermisse ich Sachen in Deutschland. Wenn ich in Deutschland bin, dann vermisse ich das hier. Man ist eigentlich die ganze Zeit zwischen den zwei. Ja. Ja. Zwischen den zwei Orten, richtig. Ja, wer einmal woanders gelebt hat, wird es nicht mehr los. Ja. Ein letzter Blick auf diese gigantische Felsmauer und den Atlantik, bevor es dann wieder auf den Rückweg geht nach oben. Du bist eigentlich ab vom Weg. Du bist jetzt schon da, geh weiter, geh weiter. Ach so. Ja, so schnell geht das, ne? So schnell geht das. Aber der Weg war eigentlich auch ganz angenehm. So, jetzt geht's zurück. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, ne?
Und jetzt gehen wir, wie viele Kilometer sind das jetzt wieder? 4,8. 4,8, das klingt zwar sehr wenig, aber mit der Steigung, glaube ich, wird es ordentlich. Ne? Mhm. Ich bin gespannt. Ja. So diese Runde, fast wie eine Röhre da. Ja. Kann sich richtig vorstellen, wie dann das Wasser runterkommt. Ja, aber jetzt gibt es gar nichts mehr. Das ist unglaublich, was das für eine Wucht und für eine Macht, ja, eine Kraft hat. Und jetzt wirft sich gar nichts mehr. Hast ja gesehen am Sonntag, was da für Felsbrocken runterkommen. Ne? Also wenn es da mal richtig stürmt, da kommt einiges runter, auch gerade dann im Winter. Auch mit den Temperaturunterschieden und so. Also da ist einiges an Bewegung da. Da war doch vor, weiß nicht, ob du das noch weißt, Tanja, vor 2 oder 3 Jahren ging so ein Video rum auf WhatsApp, wo auf La Gomera plötzlich ein Riesenhang abgestürzt ist am Meer, an einem Strand. Ja, doch, weißt doch, du das sag noch? Mir was. Da hat es nur so gemacht und plötzlich kommt ein ganzer Hang runter, 15 Autos standen unten. Die waren einfach weg von einem Moment auf anderen. Es saß niemand drin, ist niemand gerade da gelaufen, an einem total belebten Strand haben die geparkt. Ja. Und es kam einfach innerhalb von Sekunden runter. Ich habe das Video online gesehen. Mhm. Auf den Inseln hier ist so viel Bewegung noch mit drin. Jede Sekunde passieren, theoretisch. Theoretisch, ja. Theoretisch. Theoretisch kannst du auch in München über die Straße gehen und überfahren. Theoretisch kann alles passieren. Ja, wenn man sich das manchmal so anschaut, wie ausgehöhlt das ist und dann denkt man sich so, wie hat das eigentlich das Konstrukt überhaupt noch Halt? Ja. Also dann wundert es mich fast, dass nicht öfter was daherkommt an Gesteinsbrocken. Ja, total. Mit jedem Schritt nach oben merke auch ich es in den Beinen und vor allen Dingen in den Knien. Immer wieder wird mir bewusst, dass der einzige Weg aus der Schlucht raus meine Beine sind. Leider hat das niemand gehört. Marie! Hier kommt nichts. Mach mal laut. Marie! Marie ist dann Gott sei Dank wieder aufgetaucht. Auf dem Weg nach oben treffen wir auch diesen alten kanarischen Mann, der hier sein Abendessen hochschleppt. Fuente. Wie schwer ist das? Sí, yo como, yo lo conté 15. 15. 15 Wurzeln. Los chiquitos también lo contaste. Claro, los conté los grandes y los chiquitos. Después de ahí vas a sacar muchos, pero como unidades, conté 15. Eso. Tanja, die letzten Meter, komm! Boah, das ist echt krass. Ah, du schaffst es. Du hast echt gekämpft jetzt mit der Hitze. Wahnsinn. Ja, toll. Und dabei ist es noch nicht mal so heiß, ne? Also wenn man sich überlegt, dass hier vor 2 Wochen wirklich Hitze war, wir hatten ja echt eigentlich ein Traumwetter. Das stimmt, im Vergleich. Und auch Traumtemperaturen, ne? Richtig. Aber du hast es jetzt geschafft. Einmal High Five. Schacke. Wahnsinn, du kannst wirklich stolz auf dich sein. Wie fühlst du dich? Ja, jetzt fühle ich mich mega. Zwischendurch wirklich auf dem Rückweg, ja, das hat man schon gemerkt. Ne? Also in den Beinen vor allen Dingen und in der Ausdauer. Ich bin ja jetzt nun mal keine Profi-Wanderin. Das merkst du schon. Ne? Das merkt man, ja. Auf Aber jeden umso Fall. Schöner freut man sich, also umso mehr freut man sich jetzt auf das wohlverdiente, den wohlverdienten Cappuccino. Und wirklich jetzt mal sacken lassen, sitzen ganz und genau. Die Aussicht auch genießen. Das wird der beste Cappuccino deiner Woche werden, weil du hast wirklich das Gefühl dann, dass du dir den verdient hast. Du genießt den dann doppelt, ich verspreche es dir.
So, wir sind angekommen. Ja, Marie, tatsächlich. Vielen lieben Dank für diesen grandiosen Tag, für diese tolle Wanderung. Also freut ich kann mich, dass es dir gefallen hat. Jedem empfehlen. Ich war ja das erste Mal da. Und ich sag mal, ja, es ist schon, also gehört zu der Kategorie schwer, ne? Ja, schwere Wanderung. Ja, aber man kriegt das auf jeden Fall hin. Vor allen Dingen die Strecke zurück. Mit ein bisschen Pausen dazwischen geht das auf jeden Fall auch für Untrainierte so. Du hast es sowieso super gemacht. Was heißt untrainiert? Ganz untrainiert kannst du nicht sein, sonst hättest du das heute nicht so klasse geschafft. Wir haben Dankeschön. Rekordzeit gemacht, also wirklich. Mega, ja. Sehr cool. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann das auf jeden Fall schon mal hier empfehlen. Ja. Marie, vielleicht so zum Abschluss noch. Du bist ja quasi ja, die Chefin, sag ich mal, von Aventura Wanderungen. Mhm. Wann kam bei dir der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, du machst jetzt dein eigenes Ding? Tatsächlich war das gar nicht so geplant. Also wir haben, oder ich habe mit mehreren meiner jetzigen Kollegen auch zusammengearbeitet für eine andere Firma, die leider Corona nicht überlebt hat. Und dann haben wir aber alle gesagt, okay, wir würden gerne weiter wandern, wir würden gerne dieses Konzept weiterführen und so. Und letztendlich hat dann irgendwie keiner das weiterverfolgen können oder auch wollen. Und dann ist es an mir und einem Kollegen hängen geblieben. Und dann habe ich das tatsächlich zusammen mit Christian aufgezogen, der jetzt noch passiv ein bisschen dabei ist und so. Aber das war halt super, da einfach einen Kollegen dabei zu haben, der ganz, ganz viel Erfahrung mit reingebracht hat und der mich dann praktisch als Neuling in dem Gebiet überhaupt mit Firma, mit alles, was damit zu tun hat, so ein bisschen unter die Fittiche genommen hat und vor allem an Wandersachen ganz viel mit reinnehmen konnte nach so vielen Jahren Erfahrung. Und ich glaube, allein hätte ich das auch nicht gemacht. Also es ist wirklich so aus dem Flow raus entstanden. Es kam einfach so und jetzt ist es einfach cool. Das Beste, was mir passieren konnte, gefühlt. Ja. Hätte mir vor 4 Jahren jemand gesagt, Marie, mach deine Firma auf. Ich hätte gesagt, nein, wie soll ich das machen? Und also ja, total. Ne? Also es ist einfach, kam zu mir irgendwie. Genau. Wie stemmst du denn so die Woche und den Alltag, also zwischen deinen Wanderungen und privat? Oder läuft das so im Grunde ineinander über? Im Grunde ist es manchmal schwieriger, manchmal leichter. Also im Moment habe ich sehr, sehr volle Tage, wenn dann Wanderungen sind und wenn irgendwie noch Büro ist und so weiter, dann ist es schwierig, nach einem sehr, sehr langen Tag noch abends zu sagen, okay, ich habe jetzt die Energie und gehe noch auf einen Drink, wenn ich dann morgens wieder wandern will. Das ging vor 2 Jahren noch besser, tatsächlich merke ich das Alter auch. Aber dafür habe ich dann wieder Zeiten, wo es total ruhig ist, wo ich unter der Woche sagen kann, hier, lass mal einen Kaffee trinken, hier, ich habe meinen Tag frei. Oder wo ich dann im Sommer wirklich, wie gesagt, so lange Pausen habe, dass ich machen kann, was ich will. Und das gibt einem dann wieder Energie, auch mal ein paar Wochen durchzuhalten, wo man halt dann nur arbeitet oder voll drin steckt. Also es ist echt total flexibel. Mhm. Wenn Arbeit ist, ist viel Arbeit. Und wenn nicht so viel Arbeit ist, dann hat man alle Freizeit der Welt und alle Flexibilität. Und das ist dann das, was einem auch so ein bisschen diese Kraft gibt und die Motivation. Ja, das merkt man, du blühst voll auf. Ne? Das ist voll deins. Total, ich genieße es. Also mit Leuten und in der Natur, ich glaube, das tut jedem gut. Ja. Ja, danke schön. Genau. Magst du noch irgendwas sagen, so zum Abschluss? Willst du jemanden grüßen? Fall. Grüße an meine Oma in Deutschland, wenn sie das irgendwann mal sieht. Grüße an die Oma und an den Opa natürlich. Ne? Und ansonsten jeder, der sie motiviert, mal hier zu wandern. Leute, es ist eine super Natur, macht es. Teneriffa, toll zum Wandern, Kanaren überhaupt. Motiviert Absolut. Euch. Genau. Mit Marie und Aventura Wanderung. Natürlich sehr, sehr gerne, auch das. Und an dich, vielen Dank, dass du dabei warst, so toll. Danke, du bist eine große Inspiration und Dankeschön. Für mich ist immer das Schönste, wenn das jemand dann genießt und mir im Nachhinein sagt, ich hatte einen tollen Tag. Perfekt. Sehr cool. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Und wie immer freue ich mich auf ein Like. Wenn ihr das Video zum ersten Mal schaut, dann abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also macht's gut. Ciao. Ciao.